Eine Republik im Renovierungswahn. Die Deutschen sind Umbau-Europameister und stecken viel Geld in ein schöneres Zuhause statt in Urlaub. Jährlich werden pro Kopf im Schnitt knapp 2.500 Euro für die Wohnungseinrichtung investiert. Die einen bestellen im Katalog und kämpfen mit Aufbaufrust. Den darfst du komplett auseinanderbauen. Du kannst die Anlegebühr gar nicht reinlegen. Kann ich keine Anlegebühr. Oh nein! Ich habe gesagt, andersherum. Andere setzen auf Do-it-yourself, motzen Altes neu auf und müssen mit Kompromissen leben. An den Seiten läuft's runter, hier läuft's auch runter. Ja, das ist halt so am Rand. Weil ich in der Hinsicht einfach perfektionistisch bin. Ja, bei mir geht's ein bisschen zack, zack, schnell, schnell. Statt zu renovieren, muss eine Familie aus Hessen erstmal ausmisten. Sie holt sich Hilfe von einer professionellen Aufräumerin und steht vor schweren Entscheidungen. Gerade weil wir auch nicht immer so der Entschlussfreudigsten sind. Oh, das belastet mich echt. Zwischen Chaos und Perfektion. Wie unterschiedlich die eigenen vier Wände aufgemöbelt werden. Dann wollen wir mal. Fangen wir jetzt hier an und wir machen das ganze Kleinzeug hier rein. In Hornbad Meinberg in Nordrhein-Westfalen steht heute Renovieren auf dem Plan. Die 12-köpfige Großfamilie Gönnewicht lebt zusammen unter einem Dach. Klar, dass Platz hier Mangelware ist. Doch die Eltern Desiree und Marco wollen nach 6 Jahren Kind im Bett endlich ein Schlafzimmer für sich allein. Und dafür muss alles raus. Aber nicht schieben jetzt, klar? Ja, alles teile ich. Was denn? Das ist jetzt so hart, dass du die Tür aufmachen kannst. Nee, dann musst du da runter. Ja, du bist doch ein Vogel. Boah, meine Güte. 350 Quadratmeter groß ist das Haus der Gönnewichts. Desiree und ihr Mann teilen sich mit Sohn Luca das 22 Quadratmeter große Dachgeschosszimmer. Rückzug und ungestörte Momente sind bisher selten bis gar nicht möglich. Das muss sich heute ändern. Unter anderem soll das mit einem Raumteiler erreicht werden. Natürlich möchten wir gerne, dass das unser Reich ist, aber dass er halt auch merkt, er darf jederzeit zu uns kommen und das ist halt das, was wir gerne möchten. Und eben halt auch, dass man auch mal sich ein bisschen abends zurückziehen kann. Mein Sohn, dass er in seinem Zimmer bleibt, wir dann auch mal ein bisschen Fernsehen gucken können, auch vielleicht mal zusammen, das ist ja kein Problem, aber auch mal, dass man wirklich ein bisschen gestört, ungestört zu zweit verbringen kann. Gestört. Ungestört, meine ich. Ungestört. Ja, Mensch. Vor der Privatsphäre steht allerdings der Aufbau der insgesamt 10 Möbelstücke, die die Schaustellerfamilie für knapp 1.000 Euro im Internet gekauft hat. Alle Familienmitglieder unterstützen das Projekt. Wir sind alle ziemlich handwerklich begabt, weil wir das als Familie quasi oder als Kinder mit in die Wiege gelegt haben, bekommen, weil Papa ist ja auch sehr handwerklich begabt und ich denke, das wird hier nachher ohne große Probleme. Wirklich? Vor dem Haus ist Familienoberhaupt Klaus mit den Möbeln vorgefahren. Er bleibt der Renovierungsaktion heute lieber fern. Nee, das sollen die mal schön alleine machen. Da mache ich nicht mit. Was meinst du, was da gleich noch los ist? Wenn diese hier die Schränke aufbauen, dann passen die Schrauben nicht, dann ist es hier nicht. Das muss ich mir nicht antun. Der 57-jährige Lkw-Fahrer kennt seine Familie offensichtlich sehr gut. Denn schon beim ersten Kleiderschrank gibt es Probleme. Ob es daran liegt, dass 6 Familienmitglieder es gleichzeitig mit ihm aufnehmen? Och, Marco, Mensch. Ja, ihr wackelt doch viel zu viel hier. Ja, du hast mal 10 Jahre um so eine dumme Schraube daran zu machen. Also, was hast du jetzt schon wieder? Also, sag mal, Desiree, wie viele Möbelstücke wollt ihr heute zusammenbauen eigentlich? Ich glaube, das ist ein Kleiderschrank. Ja, genau. Ein Bett, ja. Ein Regal, eine Bettbrücke, ein Schreibtisch. Und eine Wohnwand. Mal schauen. Einfach ein bisschen randrücken. Ich drücke. Ich auch. Zieht ihr mal weiter? Langsam. Ja, 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 jetzt. Ja. Fein. Fein. Jetzt den Deckel da oben drauf. Nach einer knappen Stunde ist der Schrank so weit, dass er aufgerichtet werden kann. Doch irgendetwas stimmt nicht. Was denn? Den darfst du komplett auseinanderbauen. Du kannst die Anlegebühr gar nicht reinlegen. Ich kann die Anlegebühr. Oh nein! Ich habe gesagt, andersherum. Soll ich Papa hochholen? Dann geht's vielleicht. Vielleicht? Das ist jetzt nicht wahr.
Was ist hier schiefgelaufen? Elz in Hessen. Hier wohnt Familie Schollmeier. Nach außen wirkt alles normal. Aber im Keller verbirgt sich ein grausiges Geheimnis. Vor einem Jahr haben Ulrike und ihre Familie das Haus bezogen und alles, was nicht gebraucht wurde, in diesen Raum gestopft. Das ist jetzt der Ort des Grauens sozusagen, unsere Rumpelkammer. Hier herrscht das Chaos. Hier haben wir wirklich alles rein nach dem Umzug. Also wenn wir hier in den Raum kommen und sehen eben diesen Wust an Zeug, da verliert man schon gleich die Lust. Da weiß man auch gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, genau, weil wir genau wissen, das führt zu Diskussionen, was machen wir jetzt hiermit, damit. So fangen wir halt eben erst gar nicht an. Gerade weil wir auch nicht immer so die Entschlussfreudigsten sind. Das muss man halt eben auch sagen, ne? Ja. Ja. Wir ergänzen uns da nicht gerade. Also was das angeht, dann stehen wir uns halt immer mal wieder im Weg. Eigentlich will die gelernte Kosmetikerin in diesem Raum ihr eigenes Studio eröffnen. Doch im Moment ist hier noch das Chaos zu Hause. Keiner kann sich durchringen, etwas wegzuwerfen. Es könnte ja noch gebraucht werden. Also ich habe hier zum Beispiel diesen Spiegel. Ich finde ihn schön, aber irgendwie nicht schön genug, um den aufzuhängen. Vielleicht gefällt er mir doch wieder irgendwann und ich möchte ihn doch irgendwann wieder aufhängen. Genau. Dann gibt es immer wieder Verpackungen von irgendwelchen Geräten, wo man sagt, na gut, braucht man die noch, wenn sie mal kaputt sind. Wäre einfach toll, wenn dann jemand sagt, hier, komm, schmeiß einfach weg. Das ist, ja, ist jetzt einfach, brauchst du nicht mehr, weg damit. Dafür gibt es jemand. Diese Frau verdient ihr Geld mit dem Chaos anderer. Denise Köhön nennt sich Fräulein Ordnung. Als professionelle Aufräumerin wird sie von Menschen wie Ulrike gebucht. Also ich lasse mir jetzt gleich einfach einmal so die Wohnräume zeigen, dass wir uns einfach auch schon mal kennenlernen, dass so das erste Eis gebrochen ist, dass die Angst und Aufregung auch ein bisschen genommen ist, weil das haben meine Kunden eigentlich in der Regel, dass sie total aufgeregt sind. So, und wenn wir dann 20 Minuten uns alles so angeguckt haben, schon mal ins Gespräch gekommen sind, dann können wir uns um das eigentliche Thema oder die Problemzone kümmern. Hallo! Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Oh, die ganze Familie da. Ja, wir erhoffen uns von der Denise, dass sie uns so einen Tritt in den Hintern gibt und eben auch Tipps vielleicht, wie wir was anordnen können. Den Besuch von Fräulein Ordnung lässt sich die Familie 80 Euro die Stunde kosten. Tagesordnungspunkt 1, der Wohnungscheck. Und der verwundert. So, das ist unser Wohnzimmer. Man sieht, dass ihr gerne schön wohnt, dass ihr es gerne schön und gemütlich habt. Genau. Ne? Das ist uns wirklich wichtig. Wir haben es beide gerne aufgeräumt. Mhm. Eigentlich. Ne? Mhm. Ich bin jetzt also sehr gespannt, wie es denn dann in dem Raum aussieht, für den Sie mich gerufen haben. Ich habe eigentlich gerade so das Gefühl, ich muss jetzt nicht unbedingt Angst haben. So schlimm kann es ja gar nicht sein. Das ist dann der Keller. Der Ort des Grauens, Denise? Ah, ja gut. Okay. Ich hatte gerade wirklich Sorge, dass wir nicht genug zu tun haben heute. Aber die Sorge war unberechtigt. Ja, ich glaube, sie hat auch gedacht, oh je, wie sollen wir das an einem Tag schaffen? Hier sind ganz viele Fotos und Schriftsachen. Mhm. Das sind dann Bücher und Kinderspiele von den Kindern. Und das Sofa, ist das ein Gästesofa oder? Das ist ein Gästesofa und das möchte gern mein Sohn oben haben dann irgendwann. Okay. Und dann haben wir hier noch? Ja, haben wir hier noch ausrangierte Klamotten. Ja. Und Geschenke, die noch nicht verschenkt worden sind. Mhm. Also das klassische Zwischenlager. Mhm. Was ist denn dann langfristig dein Wunsch für diesen Raum? Ich möchte gerne mein Kosmetikinstitut verändern, dass ich das hier zu Hause habe. Und ja, dann soll das natürlich ein schöner, heller, angenehmer Raum werden, ja, wo die Kunden sich eben entspannen können. Die ausgebildete Kosmetikerin zahlt für ihr aktuelles Studio 300 Euro Miete. Um die zu sparen, soll aus diesem Chaoskeller eine Wohlfühloase werden. Also ich sehe schon, bis hier ein Kosmetikstudio entstehen kann, ist eine ganze Liste von To-Dos abzuarbeiten. Ja.
ganz viel Arbeit. Deswegen brauchen wir jetzt gleich auch als allererstes einen Stift und einen Zettel. Deswegen geht es jetzt wirklich darum, dass wir den großen Masterplan erstellen. Das Chaos ist einfach schier unüberwindbar. Und deswegen gibt es Leute wie mich. Und dann gibt es da Leute wie Mama Ulrike, die sich bisher sehr schwer damit tut, Dinge loszulassen. Ob sich das heute ändert? Hohenstein-Ernsttal bei Chemnitz. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Kommt rein. Samantha und Patrick sind seit 2 Jahren ein Paar und haben nun ihr eigenes Liebesnest bezogen. So, das ist unser neues Zuhause. Wir sind erst vor 1 Woche hier eingezogen. Wir haben schon viel gewerkelt. Die Gymnasiallehrerin und der Accountmanager wollen die 100 Quadratmeter Doppelhaushälfte komplett selber renovieren. Einig sind sie sich dabei aber nicht immer. Das war eine Anbauwand aus den 70er Jahren. Ich stehe ein bisschen auf diesen 70er Jahre Look. Naja, es ist halt so eine Sache, diese alten Möbel. Aber gut, mittlerweile habe ich mich mit abgefunden. Genau. Ja. Genau. Beim Zusammenziehen lernt man sich in dem Sinne vielleicht kennen, dass man viele Aufgaben, die man vorher nicht zusammen machen musste, erst mal bewerkstelligen muss. Wir wohnen ja jetzt erst seit 1 Woche da. Da kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen, was das sein wird, aber man wird sehen. Heute ist die Renovierung der Küche geplant. Die haben die beiden von den Vormietern übernommen. Was stört, sind die unterschiedlichen Farben der Fronten. Die Do-it-yourself-Fans wollen sie weiß lackieren und hoffen, dass das auch funktioniert. Also wenn jetzt die Farbe auf den Apothekerschrank mir haftet, das wäre natürlich nicht so schön. Ich bin in der Hinsicht sehr fein und sehr genau. Da müssten wir jetzt überlegen, was wir machen, ob wir dann komplett neue Fronten besorgen müssen. Weil ich in der Hinsicht einfach perfektionistisch bin. Ja, bei mir geht es halt zack, zack, schnell, schnell. Und ich wink eigentlich immer mal Sachen durch, die vielleicht jetzt nicht ganz so perfekt geworden sind, aber ich finde es dann halt einfach okay. Wo ich aber noch mal drüber schaue, genau, wo und das kleinste Detail finde, was man eigentlich mit bloßem Auge nicht sehen würde. Wo Patrick dann schon genau hinguckt und sagt, oh nee, das will ich anders haben, das will ich ordentlich haben. Das Selbermachen sorgt zwar vielleicht für Diskussionen, ist in diesem Fall mit 700 Euro für Lack, Pinsel, einen neuen Herd und Deko aber günstiger als eine neue Küche. Durchschnittlich 6.400 Euro geben die Deutschen dafür aus. Haltbarkeitsdauer im Schnitt 15 Jahre. Dieses gute Stück wehrt sich allerdings gegen das Do-it-yourself-Team. Das ist aber... Das erste Projekt scheitert schon an einer Schraube. Scheiße. Das kann wahr sein. Ja, dann müssten wir jetzt vielleicht sogar erstmal den Kühlschrank rausbauen und ausräumen. Vielleicht ist dann dahinter die Schraube versteckt. Aber ich hoffe es mal nicht. Ach, hier ist noch eine Schraube. Sehr gut, da war sie. Tada! Da ist sie. Die erste Handwerkerhürde haben die Sachsen schon mal gemeistert. Doch die nächste lauert im Wohnzimmer. Dort will die 26-Jährige den Küchenschrank aufmotzen und lackieren. Und zwar so, dass ihr Freund nichts auszusetzen hat. Gucken wir uns erstmal noch ein Video an, damit ich das vielleicht schon mal gesehen habe, wie das gemacht wird. Und dann lege ich erst los. Ich dachte eigentlich, es ist klar gewesen, was sie jetzt zu tun hat. Aber klar, selbstverständlich habe ich Vertrauen in sie. Hauptsache wird weiß, ne? Und wenn halt noch ein Stückchen nicht perfekt weiß ist, dann ist es halt so. Dann ist es besser als vorher. Hey. Das ist aber so nicht richtig. Wenn irgendwas nicht perfekt weiß ist, dann werde ich natürlich kommen und dann kannst du definitiv noch mal nachschauen. Na klar. Patrick kennt seine Freundin sehr gut, wie die nächsten Stunden zeigen werden. Damit das Do-it-yourself-Projekt gelingt, grundiert die Lehrerin zuerst die Schrankoberfläche. Ihr Freund tauscht unterdessen die in die Jahre gekommene Spüle aus. Danach treibt ihn die Neugierde aber doch noch mal ins Wohnzimmer. An den Seiten läuft's runter, hier läuft's auch runter. Ja, das ist halt so am Rand. Willst du es so lassen? Nee, das ist ja nur die Grundierung. Ich habe schon also gesagt, dass die Küche hat ja auch eine Maserung. Wir müssen halt mal gucken, inwieweit das vielleicht dazu passt. Aber so nie. Obwohl in der Küche genug Arbeit auf den Sachsen wartet, kann es Patrick nicht lassen, auch im Wohnzimmer einzugreifen. Ich bessere hier mal ein bisschen aus an deinem Schrank. Mhm. Du hast ein paar Nasen gelassen, das finde ich jetzt nicht so toll. Das ist nur die Grundierung.
Er ist halt immer ein bisschen perfektionistisch veranlagt und musste auch noch mal seinen Teil dazu beitragen, aber ist okay. Auch wenn es nur die Grundierung ist, die trocknet ja trotzdem irgendwie. Und wenn da Nasen sind, dann trocknen die Nasen ja trotzdem. Und dann kannst du mir einen Pinsel wiedergeben. Das ist nämlich meine Aufgabe. Danke. Ich bin nicht böse darüber, wenn ich hier in Ruhe arbeiten kann. Doch auch der Perfektionist ist nicht perfekt. Ein paar Minuten später klemmt es in der Küche. Ich weiß noch nicht, wo das Problem liegt, aber ich werde es wohl gleich erfahren. Denkst du, der andere passt hier rein, oder? Doch, der passt rein. Es scheint ein schlechtes zu sein, wenn der Patrick langsam hektisch wird, dann mal sehen. Es klemmt auch in Hornbad Meinberg bei Familie Gönnewicht. Die Großfamilie kämpft noch immer mit Möbelstück 1 von 10. Obwohl sie zu sechst anpacken, ist beim Zusammenbau des Schlafzimmerschranks etwas schief gegangen. Wir haben das Mittelbrett komplett verkehrt rum gemacht. Das heißt? Wir müssen den noch mal runter machen. Die Mitte rausschrauben. Vielleicht trete ich dich in den Arsch. Du warst doch auch dabei. Marco, kommst du mal bitte? Ran an mir. Ran an Olga. An Olga, seit wann heißt der Olga? Also, wir müssen jetzt die drehen. Die muss komplett gedreht werden. Die müssen wir rausnehmen, ob wir wollen oder nicht. Können wir den auf die Rückbank legen? Hier? Ihr habt festgenagelt erst, ne? Das sind ganz dünne, schmale Nägel. Die ziehst du so. Ist aber eine Sache von 2 Minuten. Das sagt ihr Frauen. Hast du eine Zange? Nein, hab ich nicht. Ja. Dann schmeiß ich die raus. Dann kannst du dann unten mit Papa Kaffee trinken gehen und man dann alleine. Also nochmal auf den Boden mit dem Schrank. Die Schrauben müssen gelöst und das falsch eingebaute Brett umgedreht werden. Viele Hände, schnelles Ende gilt eben nicht immer. Das ist, wenn dann alle, das muss so, das muss so, das muss so, das muss so. Ich hoffe, dass es gleich bei den anderen besser klappt. Desiree soll sich noch wundern, wie lange die Renovierung dauern wird. Doch es gibt keine Alternative. Wie bei vielen Familien ist auch bei ihnen der Platz knapp. Und so teilt sie sich mit Ehemann Marco und Sohn Luca 22 Quadratmeter. Ein Zustand, der sich heute ändern soll. Er kommt jetzt auch bald in die Schule. Und dann braucht er auch mal seinen eigenen Tisch und das alles. Und wenn er das nicht hat, dann kann er seine Hausaufgaben auch nicht vernünftig machen. Also ich schätze auch mal, dass er sich ziemlich freuen wird darüber. Bis die Eltern ihre dringend nötige Privatsphäre beziehen können, scheint es aber noch etwas zu dauern. Immerhin ist der neue Schrank jetzt schon mit Türen versehen, die nur noch passen müssen. Nee. Das ist alles kacke hier. Wir haben die Tür nicht richtig reingemacht. Sind so blöd, eine Tür einzuschrauben. Moment. Hier, muss aus. Lässt sich nicht schließen, oder? Nein, die ist krumm und schief. Jetzt ist sie. Nicht gerade. Doch. Lass mal kurz. So. So steht er gerade. So. Ja, jetzt müssen wir ihn erst zurück und dann justieren. Und dann gucken, genau, wo wir es unterbauen müssen. Den Spalt über der Tür will Desiree mit Hilfe von einem Stück Pappe verschwinden lassen. So. Das ist, weil das Haus nicht ganz gerade ist. Das Haus? Oder doch etwas anderes? Denn der Spalt ist noch immer da. Sind die Türen also vielleicht falsch angebaut? Familienvater Marco soll es richten. Nein. Du, ey, ich hab eben gesagt, ihr müsst die Schraube reindrehen. Egal, was sie versuchen, der Spalt will nicht verschwinden. Dafür aber die Zeit. Deshalb wird dieses Problem vertagt. 9 weitere stehen schließlich noch bevor. Als nächstes müssen Regale und ein neues Bett aufgebaut werden. Aber in welcher Packung ist eigentlich was? So, guck mal. Das ist Bett. Das Bett? Nein, das ist nicht das Bett. Was steht denn da auf der Packung drauf? Das ist das Regal. Doch, hier. Ha, hier sind beide drinne. Das ist die Wohnwandspecker. Nee. Nein. Das ist ein Regal. Das ist das Regal. Und das ist das Regal. Ja, da. Nein, das ist doch unten. Das ist die Brücke. Ach ja. Das ist das Regal. Nein, hallo, guck doch mal. Willst du mich verarschen? Brücke, ja. Ach so. Brücke, Regal. Brücke, Regal.
Nach dem Chaos bei Möbelstück 1 teilt sich die Großfamilie für die nächsten Bauvorhaben auf. Die Männer kümmern sich um die Regale und versuchen es mit Planung. Also unsere Strategie ist erstmal, dass wir das erstmal alles sortieren müssen, weil es ja viel sind ja zwei, einmal Regal und einmal dieses Stehregal und einmal dieses Hängeregal, was da an der Wand kommt. Nur man muss jetzt erstmal diese Sachen alle sortieren, damit man das überhaupt im Griff bekommt hier. Ihr müsst gleich das Bett noch mal auseinanderbauen. Ihr habt ganz viele Schrauben vergessen. Halt die Klappe. Halt einfach die Klappe. Aber wir versuchen. Ruhe. Desiree und ihre Schwestern versuchen sich an einem neuen Bett und sie kommen schneller voran als die Männer, denn sie haben ein Hilfsmittel, was es in diesem 12-Personen-Haushalt nur einmal gibt. Ey, das ist Beschiss, was ihr gerade macht. Warum? Ihr habt einen Akkuschrauber, wir haben nur einen. Ja, dann seid ihr früher fertig als wir. Wir brauchen auch einen. So angefressen der zweifache Vater vielleicht auch gerade sein mag, mit der Übergabe des Akkuschraubers hat er auch Lob für die Frauenfraktion in der Großfamilie übrig. Dieses ehrgeizige Willen von den Frauen, das fertig zu machen und sowas, das haben die schon von Geburt an. Und das haben die auch von Klaus mit alles geerbt. Also von daher, da mache ich mir auch gar keine Sorgen drum. Und das finde ich an den Frauen auch eigentlich super. Sehr super. Weil die geben Gas und die machen das, was sie wollen. Und das, was sie durchziehen und was sie angefangen haben, machen sie auch zu Ende. Eine Hand wäscht die andere. Genau. Und die Schrauben passen nicht. Das nächste Problem?